Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Festzustellen war, dass heute ganz offensichtlich ein guter Tag für Ralf Witzel ist. Ich glaube, für die Frauen in Nordrhein-Westfalen ist das heute kein guter Tag. Aber ich will zumindest dem neuen Genderbeauftragten der FDP-Fraktion, Ralf Witzel, gratulieren, dass er es jetzt geschafft hat. Niemand hat so leidenschaftlich bis polemisch gegen Frauenförderung in diesem Hohen Haus in den letzten Monaten argumentiert wie Ralf Witzel. Und ich habe es schon gerade gesagt, wir haben in der letzten Legislatur breit über die Frauenquote diskutiert. Deshalb erlaube ich mir nicht, die gesamte Diskussion noch mal wieder aufzumachen. Wir haben in der Tat auch einen unzureichenden Gesetzentwurf der CDU-Fraktion debattiert. Ich bin gespannt, ob das, was Sie vorlegen wollen, in der Zukunft da besser nacharbeiten wird. Aber leider ist ja zu befürchten, dass es wie bei der anonymisierten Bewerbung bleibt, wo Sie erst mal das Verfahren den Bach runtergehen lassen und anschließend in Aussicht stellen, möglicherweise könnte es was anderes geben. Symptomatisch ist auch, dass in Ihrem Gesetzentwurf ja wieder nur auf den Artikel 33 Absatz 2 eingegangen wird, als hätte das Grundgesetz nur einen einzigen Artikel. Das ist auch handlungsleitend und diskussionsleitend von Seiten der CDU und von Seiten der FDP gewesen für die gesamte Diskussion. Weit und breit war nie etwas von Ihnen zu hören zu der Frage, wie eigentlich dem Artikel 3 Absatz 2, also dem Gebot der Gleichstellung bei der Geschlechterrechnung, getragen werden soll. Und es bleibt dabei, dass Sie auch nach wie vor keinen Ton dazu verlieren. Im Gesetzentwurf nichts dazu und auch in den Redebeiträgen habe ich dazu mal wieder nichts gehört. Und es ist ja nicht meine Erfindung gewesen oder die Erfindung von Barbara Steffens gewesen, zu sagen, Artikel 33 Absatz 2 und Artikel 3 Absatz 2 wären in Ausgleich zu bringen. Es ist der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichtes gewesen, Professor Papier, der gesagt hat, das ist nicht nur angezeigt, es ist quasi geboten, dass hier Politik etwas tut. Und Sie haben es gerade gesagt, Sie haben so Ihr Wahlplakat noch mal zitiert, nichts tun ist Machtmissbrauch. Ja, dann hätten Sie noch mal was Vernünftiges für die Frauenförderung tun können. Aber nein, Schwarz-Gelb als eine Ihrer ersten Amtshandlungen legt die Axt an die Frauenförderung in Nordrhein-Westfalen. Das ist ein guter Tag für Sie. Ich will es gerne noch mal sagen, Herr Witzel. Es ist offensichtlich Ihr politisches Projekt gewesen, aber es ist ein schlechter Tag für die Frauen in Nordrhein-Westfalen. Und das LGG soll doch anschließend gleich mit zum zahnlosen Tiger gemacht werden. Und ich habe auch hier in der letzten Legislatur öfter zitiert, dass der vierte Bericht des Landesgleichstellungsgesetzes sehr eindrücklich darauf aufmerksam gemacht hat, dass die alte Regelung im LGG, nämlich bei gleicher Eignung, Sie wissen alle, wie weit die Ausschärfung ist, das heißt, es gibt faktisch nie eine gleiche Eignung, es gibt faktisch immer eine Reihung. Dementsprechend ist das LGG in der Vergangenheit in der alten Form immer ein zahnloser Tiger gewesen. Und die Debatten in den letzten Monaten und vor allem Ihre Debattenbeiträge hier und der vorgelegte Gesetzentwurf zeigt, genau das ist Ihr Ziel. Sie wollen Frauenförderung in Nordrhein-Westfalen zu einem zahnlosen Tiger machen. Herzlichen Glückwunsch, mit diesem Gesetzentwurf ist Ihnen das gelungen.